So, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Kritik auf meinem Kanal. Und heute gibt es die Kritik zum Film True Grit aus dem Jahre 2010. Es gab ja mal einen ähnlichen Film, der in Deutschland eigentlich einen anderen Titel hat, nämlich Der Marshall mit John Wayne in der Hauptrolle. Diesmal habe ich aber mich für den Film True Grit aus dem Jahre 2010 entschieden, unter der Regie von Ethan und Joel Coen, also von den Coen-Brüdern. Es ist übrigens auch der allererste Coen-Brüder-Film, den ich überhaupt mal im Kino, beziehungsweise es war der allererste Coen-Brüder-Film, den ich überhaupt gesehen habe. Und True Grit, ich denke mal, zur Handlung brauche ich nicht viel erzählen, wie gesagt, da möchte ich mich jetzt auch eigentlich nicht wirklich dran aufhalten. Nein, ich möchte diesmal mehr so auf den Film eingehen, ja, weil ich bin eigentlich ein Freund von Westernfilmen, ja. Ich möchte nicht sagen, dass ich Westernfilme uninteressant finde, nein, um Gottes Willen, es gibt ja einige, die sagen, boah, Western gehen gar nicht oder Liebesfilme gehen gar nicht. Nö, ich muss wirklich sagen, dass mir Westernfilme definitiv gefallen. Einer der meiner Lieblingswestern ist Django Unchained zum Beispiel, der Tarantino-Film. Ich habe aber auch noch nicht so viele Western gesehen, möchte ich sagen. Ich habe zum Beispiel die ganzen Clint Eastwood-Filme noch nicht gesehen. Ich habe beispielsweise noch nie gesehen Spiel mir das Lied vom Tod, auch wenn ich ihn auf Blu-ray habe. Ich bin aber bisher immer noch nicht dazu gekommen, den Film zu sehen. Und es gibt noch so viele Western-Filme, die ich unbedingt noch sehen möchte. Und ich hoffe, dass ich das mal irgendwann hinkriege, dann meine etwas größere Top-10-Liste oder so zu machen. Da müssen wir aber einfach mal gucken, ob ich das dann irgendwann noch hinbekomme, wenn ich dann mal wirklich dazu komme, alle Filme zu sehen. Coen-Brüder-Filme, wie gesagt, ich habe jetzt True Grit gesehen, ich habe gesehen Fargo und dann wird es eigentlich schon so ein bisschen kritisch, weil ich glaube, einen anderen Film habe ich noch gar nicht gesehen von den Coen-Brüdern, habe mir aber auf jeden Fall Miller's Crossing jetzt geholt, habe mir geholt, wie heißt der Film, Burn After Reading habe ich mir geholt und The Big Lebowski, aber da bin ich noch nicht zu gekommen, den Film zu sehen. Und da muss ich auf jeden Fall nur gucken. Aber sonst Coen-Brüder, Fargo fand ich jetzt auch nicht unbedingt schlecht, muss ich sagen. Und True Grit war so ein Film, wo ich gesagt habe, da freue ich mich drauf, weil ich gucke gerne Jeff Bridges. Ja, der sieht in den Filmen, die ich bisher von ihm gesehen habe, sehen die wirklich richtig gut aus. Außerdem noch Matt Damon dabei, der für mich im Film eine richtig, richtig gute Rolle spielt auf jeden Fall. Auch Hailee Steinfeld, die da, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz so berühmt war, muss ich sagen, hat mit True Grit auf jeden Fall nochmal gezeigt, yo, hier, ich kann auf jeden Fall auch Schauspielern. Und dann haben wir noch mit dabei Josh Brolin, auch den finde ich jetzt nicht unbedingt verkehrt, den sehe ich auch sehr, sehr gerne. Und was mir in True Grit auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen hat oder was ich immer so richtig genial finde, sind diese Landschaften in so einem Film. Ja, einige werden sagen, hey, ist der total bescheuert. Es gibt viele, die sagen immer so, hör, mich interessiert jetzt nicht so das Drumherum, mich interessiert aber immer so das Drumherum, ja. Diese Landschaften, die du in True Grit hast, die sind so hammergeil, die sehen wirklich richtig, richtig gut aus, die sind geil umgesetzt, an sich auch die Kostüme fand ich relativ geil. True Grit war ja nicht umsonst für 10 Oscars nominiert, unter anderem bestes Szenenbild, beste Kamera, bestes Kostümdesign, bester Tonschnitt, bestes Drehbuch, beste Nebendarstellerin, bester Hauptdarsteller, beste Regie und bester Film. Aber ist 2011 leider Gottes leer ausgegangen, nicht einen Oscar bekommen, was ich ein bisschen schade finde. Auf jeden Fall, der Film hat mindestens in bestes Szenenbild, beste Kamera und bestes Kostümdesign definitiv einen Oscar verdient. Und True Grit ist halt dieser typische Westernfilm, der hat halt so diesen typischen Protagonisten eben mit Jeff Bridges, total alter, verlauster Marshall, sage ich jetzt mal, wie er im Buche steht. Und wir haben halt aber auch eher die kleine Hailee Steinfeld, die halt wirklich einen guten Eindruck macht auf jeden Fall in dem Film. Die zeigt hier, ich bin zwar ein kleines Mädchen, ich bin aber auch relativ tough auf jeden Fall. Für mich im Film geht Josh Brolin so, der so teilweise so ein bisschen den Bösen spielen soll, Schrägstrich, aber auch so ein Teil mit Domhnall Gleeson, der auch im Film so eine kleine Bösewichtrolle. Da fehlt mir in True Grit allerdings noch so ein richtiger Bösewicht, muss ich sagen. Der geht für mich im Film einfach ein bisschen unter, weil wir haben jetzt nicht wirklich den bösen Antagonisten, sage ich jetzt mal, der unserem Protagonisten da ordentlich Einhalt gebietet. Nein, das ist leider, der ist so ein bisschen fehl am Platz auf jeden Fall. Und was mir auch so ein bisschen noch, so ein bisschen den Kopf zerschlagen hat, muss ich sagen, bei True Grit, war einfach, teilweise gab es mal so eine kurzen Längen, muss ich ehrlich sagen, ja, das war wirklich so, wo ich gesagt habe,
Ah, nee, da fehlt mir ein bisschen was. Und auch wenn der Film nur eine Länge von einer Stunde, ach, von 110 Minuten hat, ist der Film doch teilweise für mich mal so ein bisschen gewesen, ein bisschen langweilig. Ich habe jetzt dem Film erstmal eine Punktzahl gegeben. Dazu kommen wir ja später noch. Ich will mir auf jeden Fall aber nochmal das Original angucken. Kann dann natürlich sein, dass ich mich nochmal ändere, aber bisher gab es das wirklich noch nicht, dass ich das groß geändert habe. Also wie gesagt, True Grit, definitiv guter Western mit relativ genialen Szenenbildern. Ich fand jetzt nicht, dass der Film einen Oscar als bester Film verdient hat, muss ich sagen. Aber er hatte doch teilweise coole Kostüme, coole Szenenbilder, geniale Kamerafahrten auf jeden Fall, wo ich sage, die Oscars gehe ich mit. Bester Ton und bester Tonschnitt. Okay, ja, nein, muss nicht sein unbedingt, ja. Und damit bin ich durch mit meiner Kritik zum Film True Grit. Und am Ende gibt es für den Film auch hier gute 7 von 10 möglichen Punkten. Ich hoffe, ich konnte euch für den Film gewinnen. Haut rein und ciao.